Einen wunderschönen 7. Dezember. Ich finde es fantastisch, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Es geht um einen kleinen Dongle. Und zwar um den hier. Das ist Luna Display. Und ich bin mit denen oder mit der Firma schon ewig in Kontakt und habe ehrlich gesagt noch nie was drüber gemacht. Die haben mir in Anfangs Kickstarter-Tagen haben die mir so einen Prototypen von ihrem Dongle zugeschickt. Und der ist USB-C. Genauso wie die finale Version USB-C ist. Und ich hatte nie einen Mac, der USB-C hatte. Ich habe bis heute keinen Mac, der USB-C hat. Deswegen habe ich natürlich die DisplayPort-Variante von diesem kleinen Dongle, den man in seinen Mac steckt. Und dann kann man sein iPad, beispielsweise so eins hier, als drahtlosen, kabellosen Bildschirm an diesem Mac benutzen. Man kann auch ein größeres iPad verwenden. Man kann auch eine USB-Kabelverbindung dazwischen legen und hat so ein bisschen bessere Latenz noch. Aber die kabellose, die ist schon gut genug, um einfach diesem Mac einfach Aufgaben so zuzuwerfen. Über die iPadOS-App kann man dem Mac einfach so Aufgaben zuwerfen und dann kann man zu iPadOS zurückwechseln und normal weiterarbeiten. Apple ist Luna Display so ein bisschen in die Parade gefahren. Sie haben sie so versucht zu erdolchen von hinten, indem sie Sidecar vorgestellt haben. Und Luna Display hat sich das nicht so ganz gefallen lassen und noch eine Dongle produziert, den habe ich wirklich nicht da, der HDMI-Version davon, die an Windows-PCs funktioniert. Ich habe hier unter dem Tisch auch so einen Windows-PC stehen und wenn ich jetzt da diesen HDMI-Dongle einstecken würde, dann könnte ich vom iPad aus auch diesem Windows-PC so Aufgaben zuwerfen, so zuschubsen, die er dann erledigen kann. Wenn ich dann fertig bin, dann wechsle ich zu iPadOS zurück und kann dort ganz normal weiterarbeiten. Ideal auch diese Dongles zum Verwenden von Macs, die ausgemustert sind. Wenn man so einen alten iMac rumstehen hat oder so ein MacBook, was eigentlich zu langsam ist, wo man nicht mehr mit arbeiten möchte, aber dieser Computer noch einen guten Bildschirm hat, dann kann der ein zweiter Bildschirm für euren aktuellen Mac werden. Durch diesen kleinen Dongle, durch so eine kabellose Verbindung oder eine kabelgebundene Verbindung. Wenn man sich einen Mac Mini kauft, der einfach so als Server oder serverartige Funktionen ausfüllen soll, den man nur so ab und an mal wartet, dann kann man da braucht man kein Display zuzukaufen, sondern kann einfach so einen Dongle hier einstecken und kann sein iPad als Bildschirm dafür verwenden. Mit Touch-Eingaben und in hübsch und mit gepflegter Software und in gut. Luna Display. Wirklich gut. Sie halten sich wacker und ich feuere sie weiter an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht's am 8. Dezember hier weiter. Und mit einem sehr konkreten Anwendungsfall, warum ich Luna Display benutze.